Ja, schönen guten Abend, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde der Heinrich-Böll-Stiftung. Ich freue mich, dass Sie hier zu unserer abendlichen Runde erschienen sind und will vielleicht eingangs kurz sagen, es gibt vermutlich nichts Schwierigeres, als zu begreifen, in welcher Zeit wir eigentlich leben. Denn wenn Walter Benjamin irgendwie recht gehabt haben sollte, dass man viel besser begreift, wer man ist, wenn man zurückblickt, dann ist es natürlich sehr schwer, sozusagen eine interessante Diagnose zur Gegenwart auszustellen, also genau zu dem Moment und dem Momentum, in dem wir gerade leben. Und gleichwohl ist genau dieses das Unterfangen dieser Veranstaltungsreihe. In welcher Welt leben wir eigentlich, wird immer wieder gefragt. Und die Frage ist, vermuten wir, wesentlich anspruchsvoller, als sie daherkommt. Wir haben unsere Reihe auf der Höhe genannt, also Diagnosen zur Zeit ist klar, aber auf der Höhe, weil wir gedacht haben, wir versuchen dieses Unterfangen zu versinnbildlichen. Durch diesen Jägerstand hat man zumindest in meiner Kindheit gesagt. Und Sie werden sehen, dass im Laufe des Abends, wir würden uns gerne auf 1,5 Stunden begrenzen, soll ja immer nicht zu lang machen, dass die Sonne langsam aufgeht und wieder untergeht, sodass wir in 1,5 Stunden dann am Ende unserer Veranstaltung wieder von der Höhe hinabsteigen würden und sozusagen im Zeitraffer einen Tag hinter uns gebracht hätten. Ich will kurz darauf hinweisen, dass unsere Vortrags- und Diskussionsreihe zu verstehen ist als so eine Art Glossar der Gegenwart. Wir haben angefangen mit dem Buchstaben, und zwar entlang von zeitdiagnostischen Schlagwörtern, die vielleicht auch etwas interessanter sind als die gängigen. Also über Globalisierung etwa lohnt sich sicher immer zu reden. Aber wir dachten, wir nehmen jetzt sozusagen Perspektiven, die etwas frischer und neuer sind. Wir haben angefangen mit dem fantastischen Dietrich Dietrichsen zum Schlagwort der Authentizität, nämlich der Frage, wie man jederzeit sich selbst sein kann und gleichzeitig sich jeden Tag verändern soll. Haben weitergemacht mit Burnout, mit Greta Wagner, Copy and Paste, mit der fantastischen Mercedes Buns. Wir haben was gemacht zum Begriff der Drastik, also wir sind beim D zu Empörung mit Uwe Pörksen, zu Freundschaft im Facebook-Zeitalter mit Caroline Wiedmann. Wir haben was gemacht zur Gentrifizierung mit Martin Kronauer und sind eben jetzt, das ist der springende Punkt beim Buchstaben H, nämlich Humor und wie die Generation Heute Show, wobei heute schon nur eine Chiffre ist für alle möglichen humoristischen Diagnosen, unser Verständnis von Politik verändert. Das wäre so die Ausgangsfrage. Humor ist ja was sehr Individuelles. Es gibt Leute, die halten sich für wahnsinnig witzig und ich weiß gar nicht, was der Witz sein soll, aber ich bin mir sicher, dass es Leuten mit mir auch so geht. Gleichzeitig ist Humor sicher was Hochpolitisches. Und zwar politisch in vielerlei Hinsicht. Ja, Humor kann subversiv sein, Humor kann verstörend sein. Humor kann aber auch erzreaktionär sein. Und bevor ich jetzt hier anfange, das Referat schon zu halten, will ich unseren Referenten gerne vorstellen. Ich freue mich sehr, dass Dr. Benjamin Porzelt heute zu uns gekommen ist. Er ist Medienwissenschaftler an der Uni Marburg und ist einer der ganz wenigen, wir haben lang recherchiert, der wirklich profund und kompetent sprechen kann zu dem Verhältnis von Humor und Politik. Er hat sich schon in seiner Magisterarbeit befasst mit dem Verhalten von Politikern und der Performance von Politikern in Talkshows und hat jetzt die letzten Jahre in Form von einem Forschungsschwerpunkt sich mit Komik und Politik befasst. Ein Teil seiner Arbeit ist im Lit Verlag schon publiziert. Also wer das nachlesen will, kann unter dem Namen Benedikt Porzel recherchieren und weiterlesen. Ich freue mich sehr auf den Vortrag. Danach machen wir hier in bewährter Tradition ein kleines Gespräch und Sie kommen selbstverständlich auch zu Wort. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche einen schönen Abend. Danke.
Ja, einen schönen guten Abend. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich kriege noch mein Namensschild, sehr gut. Es war meine Doktorarbeit, die sich mit dem Thema Politik und Komik beschäftigt hat. Und ich wurde auch häufig dann immer gefragt, warum eigentlich Politik und Komik, diese zwei Ebenen, passen doch eigentlich gar nicht zusammen. Dazu muss man aber sagen, ändert sich das jetzt, weil ich drauf gedrückt habe? Nee. Dazu muss man sagen, dass Humor ja per se nichts Unernstes ist. Das wird jeder auch kennen, wenn er sich einmal mit jemand unterhält und auch einfach ausprobieren will, wie kann ich denn Grenzen ausprobieren, dann kann man immer mal vorpreschen und im Zweifelsfall sagen, ich habe einen Scherz gemacht. Und so hat auch gerade Humor, wenn man aus gesellschaftlicher Perspektive sich das anschaut, auch eine wichtige Funktion, weil wir auch einfach unseren gesellschaftlichen Status quo auch hinterfragen können, gerade wenn man jetzt an die Fernsehsatire denkt und damit auch auf unterhaltsame Art und Weise politische Themen in der Öffentlichkeit präsent machen kann. Und ich weiß nicht, ob die meisten von Ihnen mitbekommen haben, dass ja auch Jan Böhmermann mit seinem ZDF Neo Magazin Royal vor einigen Wochen für große Aufregung gesorgt hat, als er eben behauptet hat in seiner Sendung, dass dieses Mittelfingervideo von Varoufakis eben gefälscht hat. Es gab dann eben auch einen riesigen Aufschrei in der Öffentlichkeit. Und das Interessante war, wenn man gerade bei Facebook mal reingeschaut hat, das ja vor allem dafür bekannt ist, dass irgendwie lustige Katzenvideos gepostet werden oder sich über irgendwelche sonstigen Sachen aufgeregt wird, dass eben da plötzlich auch dieselben Personen, die sich sonst eigentlich nicht für Politik interessieren, plötzlich eben das Video gepostet haben und kritisch auch damit umgegangen sind. Wie agieren eigentlich die Medien in diesem konkreten Fall? Und da zeigt sich einfach auch, dass eben auf humorvolle Art und Weise eben diese Reflexion einfach der gesellschaftlichen und auch des politischen Status quo auch vollzogen werden kann. Und deshalb würde ich heute auch ganz gerne einfach mal vorstellen, was sind denn die Besonderheiten von humorvoller, komischer Kommunikation und welche Bedeutung hat das für den öffentlichen Umgang mit Politik? Dazu würde ich ganz gerne am Anfang einen wirklich kleinen theoretischen Einblick geben in das Themenfeld politischer Humor und anschließend auch auf potenzielle Chancen und Risiken eingehen, die ein humorvoller Umgang mit Politik nach sich zieht und dann auf den aktuellen Stand in Deutschland eingehen. Das heißt, einerseits zu gucken, wie ist denn eigentlich die Satirelandschaft im Fernsehen momentan in Deutschland und wie reagiert die Politik darauf. Bevor ich dann noch mal am Schluss ganz kurz auf unsere Forschung auch eingehe, die sich damit beschäftigt, dass Politiker mittlerweile versuchen, vom Objekt zum Subjekt der Komik zu werden, indem sie eben selbst sich nicht mehr nur in Satiresendungen verlachen lassen, sondern selbst dort auftreten und versuchen, sich als unterhaltsame Person zu präsentieren. Das genau, Sie lachen schon, das, manchmal klappt es, ist aber nicht garantiert. Also direkt, um in die Theorie einzusteigen, was ist Humor? Da muss man auch am Anfang schon ein bisschen einschränken und sagen, das kann man hundertprozentig eigentlich gar nicht sagen, da sich einfach schon seit langer, langer Zeit mit diesem Themenbereich beschäftigt wird und auch teilweise synonym die Begriffe Humor, Komik, Lachen benutzt werden. Um sich einfach mal vorzustellen, kann man Platon heranziehen, der sich schon vor 2000 Jahren mit Komik und ihrer Bedeutung für den Staat auseinandergesetzt hat. Und seitdem haben wirklich sehr viele große Denker und Philosophen sich damit auseinandergesetzt und auch aus unterschiedlichen wissenschaftlicher Perspektive wird sich dem Thema genähert. Das heißt, wenn wir jetzt von Humor reden, würde ich ganz gern einfach mal die zentralen Theorien, die sich eigentlich mit Humor auseinandersetzen, vorstellen und anhand derer auch deutlich wird, was ist denn eigentlich so das zentrale Element von Komik, Humor. Sie merken schon, ich wechsle manchmal zwischen Komik und Humor, einfach weil ich eigentlich den Begriff Komik in meiner Forschung mehr verwende. Aber das hat hier leider nicht zum Haar gepasst, deswegen versuche ich so ein bisschen mich anzupassen. Und ist aber nur am Anfang ein bisschen verwirrend, das wird dann besser. Wir haben, also man kann diese ganzen Theorien, die im Laufe der Jahrtausende, kann man sagen,
zur Komik entstanden sind, kann man in drei Kategorien teilen, ohne dass man die jetzt getrennt voneinander betrachten sollte, denn gerade die Gesamtsicht auf diese Theorien macht eigentlich deutlich, was hat es eigentlich mit Komik auf sich. Da haben wir zum einen die sozialen Theorien, die sich vor allem auf Aggressionen und Überlegenheit beziehen und die vor allem davon ausgehen, dass eben ein Vergnügen dadurch entsteht, dass man sich über sein Gegenüber eben erhebt, indem man ihn verlacht. Und das ist auch, gerade wenn man sich jetzt das gesellschaftliche Miteinander vorstellt, sehr interessant, weil einfach auch darüber, über diese soziale Komiktheorien auch immer wieder verdeutlicht wurde, dass über Lachen und Verlachen auch eine Gruppennorm aufrechterhalten werden kann. Das heißt, wenn eben ein Individuum nicht gruppenkonform handelt, dann kann es eben durch Verlachen ausgegrenzt werden und teilweise auch dazu gebracht werden, dass es eben sein Verhalten wieder anpasst, dass es eben nicht mehr Objekt des Lachens ist. Und gerade auch aus politischer Perspektive kann man sich das immer wieder bei Bundestagsdebatten anschauen, dass eben auch jede Fraktion genau dann lacht, wenn ihr Vertreter einen Scherz macht oder sich gerade eben oder eben den Redner der anderen Partei verlacht. Also da zeigt sich auch diese soziale Komponente einfach von Komik. Und die psychoanalytische Komiktheorien, die fokussieren sich vor allem darauf, inwiefern für den Rezipienten von Komik auch ein Spannungsabbau betrieben werden kann. Da ist zum Beispiel Freud, der sagt, dadurch, dass der Mensch sich eben anpasst an die gesellschaftlichen Regeln, kann er eben seine Triebe nicht mehr ausleben und hat eben dann durch den Komikeinsatz, durch das Lachen, die Möglichkeit, eben diese Triebe abzubauen und diese innere Spannung zu lösen. Sozusagen eine Ventilfunktion, die ihn dann wieder von seinem inneren Druck befreit. Und zuletzt kann man von den kognitiven Komiktheorien reden, die vor allem auf Inkongruenz als zentrales Komikelement abzielen. Und das bedeutet nichts anderes, als dass bei Komik vor allem auch ein Erwartungsbruch zentral ist. Das heißt, dass eben zwei Ebenen zusammengebracht werden, die auf den ersten Blick eigentlich gar nichts miteinander zu tun haben, dann aber, wenn man genauer darüber nachdenkt, eben doch auf die ein oder andere Weise zusammenpassen. Und dieses Zusammenbringen eben von diesen zwei augenscheinlich widersprüchlichen Ebenen ist dann eben auch ein kognitiver Genuss, den man erfährt, wenn man eben dann sozusagen die Pointe versteht. Das heißt, so haben wir jetzt einen kleinen Überblick, was ist denn eigentlich Komik, was ist Humor. Und jetzt beschäftigen wir uns ja mit politischem Humor. Und politischer Humor ist natürlich auch nochmal definitionswürdig. Und da würde ich einfach eine ganz einfache Definition mal vorschlagen, dass man eben sagt, politischer Humor wird definiert als jede verbale und oder visuelle Kommunikation über politische Institutionen, Akteure und oder Themen, die seitens der Kommunikatoren mit der Intention zu amüsieren verknüpft ist. Ich habe mich für diese Definition entschieden, weil darin auch nochmal zwei zentrale Aspekte von politischem Humor enthalten sind. Das sind einerseits sieht man, dass politischer Humor auf sehr unterschiedliche Weise daherkommen kann. Das heißt, es kann sowohl die visuelle Ebene sein, wenn man jetzt zum Beispiel an Karikaturen denkt. Es kann aber genauso gut die verbale Ebene sein, die eben stattfindet, wenn zusammen in der Kneipe über zum Beispiel Angela Merkel gelästert wird oder eben über soziale Netzwerke eben bestimmte Scherze über Politik gemacht werden oder eben im Fernsehen, dass eben bei Kabarett über Politik geredet wird. Und ein anderer wichtiger Punkt, der in dieser Definition enthalten ist, ist der Intention zu amüsieren. Und das wird jeder sicher schon mal erfahren haben, dass es eben nicht gesagt ist, nur weil man versucht, einen Scherz zu machen, dass dieser auch als solcher gesehen wird, geschweige denn ankommt. Und gerade wenn man sich vor Augen führt, dass er später auch, werde ich noch darauf eingehen, dass eben auch Politiker versuchen, in Satiresendungen sich zu präsentieren, ist gerade dieser Punkt eben relevant. Schaffen es die Politiker, sich wirklich auch dort als unterhaltsam zu präsentieren. Und dabei zeigt sich jetzt auch zwei Ebenen des Humors, dass man einerseits sagen kann, politischer Humor von den Politikern und eben politischer Humor von den Medienakteuren. Und ich würde mich jetzt am Anfang ganz gerne auf politischen Humor von Medienakteuren beziehen. Und da zeigt sich eigentlich
gerade wenn es darum geht, wenn man die gesellschaftliche Funktion von Humor, politischem Humor sich vor Augen führt, ist natürlich die Fernsehsatire bzw. die politische Satire erstmal ein zentrales Mittel, um eben über Politik kritisch zu reden. Und dass man eben in politische Satire zeichnet sich eben gerade dadurch aus, dass man auf überspitzte Art und Weise gesellschaftlich und politische Missstände thematisieren kann. Und gerade wenn man nach Amerika schaut, zeigt sich, dass in Amerika eigentlich die politische Kommunikation auch stark von der satirischen Kommunikation beeinflusst wird, einfach weil dort auch politische Satire sehr stark in den Medien präsent ist und teilweise sogar gerade die jungen Amerikaner sagen, wir vertrauen mehr auf Satireformate, wie jetzt zum Beispiel die Daily Show with Jon Stewart, die Vorlage für die Heute-Show, also eine Fake-Nachrichtensendung, die wird von den jungen Amerikanern in Umfragen als glaubwürdiger eingeschätzt als eben die klassischen Nachrichtensendungen, wie jetzt zum Beispiel Fox News. Da muss man sich jetzt natürlich auch vor Augen führen, dass in Amerika natürlich auch die Medienberichterstattung, gerade wenn man Fox News sich anschaut, nochmal auch nicht mit Deutschland zu vergleichen ist. Aber hier zeigt sich eben auch, dass über solche satirische Reflexionen einfach von der Kommunikation über Politik eben auch ein Gegenpol ausgeht, wenn es eben darum geht, wie wird über Politik geredet. Und davon ausgehend wurden eben auch schon spezifische Chancen und Risiken von politischer Satire herausgearbeitet. Und die erste Chance von politischer Satire ist eben die unterhaltsame Informationsvermittlung. Und das ist insofern relevant, dass man eben auch auf unterhaltsame Art und Weise politische Themen einem Publikum zugänglich machen kann, was an für sich gar nicht so politisch interessiert sein muss, sondern erstmal auf Unterhaltung aus ist. Aber eben dadurch, dass es eben die unterhaltsame Sendung sich anschaut, erstmal mit politischen Themen auch in Zusammenhang gebracht wird. Und zweitens auch eine Aufmerksamkeitsgenerierung. Das heißt, da können über die politische Satire können auch Themen in der Öffentlichkeit gesetzt werden, die vielleicht in den klassischen Nachrichtenmagazinen gar nicht so stattfinden, weil sie einfach nicht der Nachrichtenlogik so entgegenkommen, mit der eben diese Informationen ausgewählt werden. Und Kritikfunktion ist bei der politischen Satire natürlich selbstverständlich, aber wichtig ist dabei eben auch die alternative Sicht auf die Welt, die eben durch politische Satire gegeben werden kann, dass eben gerade, wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzt und sich damit komisch auseinandersetzt, dass man eben nicht klassische Argumentationsmuster benutzen muss, sondern eben auch einen ganz anderen Blick darauf entwickeln kann. Und um das ein bisschen zu verdeutlichen, würde ich ganz gerne auf ein Interview hinweisen, das der amerikanische Late-Night-Talker John Oliver vor einiger Zeit mit Edward Snowden geführt hat. Und insofern ist das Interview eigentlich interessant, weil Snowden eben während dieses Interviews gesagt hat, ja, die NSA kann eben die NSA die Amerikaner ausspähen kann. Mittendrin hat dann der Comedian eben gesagt, nee, das interessiert doch eigentlich keinen Menschen. Das ist kein Amerikaner interessiert sich dafür, wiefern er ausgespäht werden kann. Das weiß doch jeder schon. Und dann hat er eben die Frage gestellt, kann denn die CIA die Penisbilder auf meinem Rechner sehen? Und hat Edward Snowden erst mal verwirrt reagiert, hat gesagt, das ist ein Programm, das sich jetzt speziell mit Penisbildern auseinandersetzt, mir jetzt nicht bekannt, aber theoretisch ist das möglich. Und was eben dieser Late-Night-Talker in dem Zusammenhang gemacht hat, hat eben das Problem auf einen ganz privaten Sachverhalt runtergebrochen, der natürlich auf den ersten Blick gar nicht so relevant ist. Aber wenn man sich natürlich damit auseinandersetzt, dass eben eine Überwachung von Rechnern stattfindet, die eben auch privateste Informationen enthalten, dann ist das natürlich auch ein Aufhänger, mit dem man eben dann auch Bürger erreichen kann, die zuerst sagen, ja, ist für mich nicht relevant, ich habe nichts zu verbergen. Und so kann man eben dieses ganze Thema auf eine ganz andere Art und Weise betrachten. Und was sich daran eben auch zeigt, dass eben auch da zeigt sich eben auch das Aufgreifen von Tabuthemen, dass man eben auch auf Themen hinweisen kann, die vielleicht in klassischen Diskursen gar nicht so besprochen werden würden, weil sie einfach als Tabu aufgegriffen werden. Leider, muss man sagen, gibt es aber nicht nur potenzielle Chancen von politischer Satire, sondern auch Risiken. Und zwar gerade, wenn man sich immer vor Augen führt,
dass ja, wenn man von einem humorvollen Umgang mit Politik spricht, heißt ja nicht, dass jeder humorvolle Umgang gleich ist. Das heißt, wir haben ja unterschiedliche Möglichkeiten. Wie kann jetzt wirklich mit Politik umgegangen werden, humorvoll? Wird etwa über Themen gelacht oder wird über Personen gelacht? Und das ist auch so ein bisschen der Aufhänger, wenn man sich jetzt die Risiken vor Augen führt, dass eben einerseits an erster Stelle eine Verfestigung von einem politischen Status quo ist natürlich die Frage, wieso soll denn der politische Status quo verfestigt werden? Hier wird auch kritisch mit politischen Themen umgegangen. Dazu muss man sich aber vor Augen führen, dass eben ja diese Kritik letztlich auch eine gewisse Ventilfunktion bietet. Das heißt, es ist im Endeffekt ja auch eine, kann auch eine vorgeschobene Kritik sein, dass eben auf den ersten Blick sagt man, ja, man kann kritisch mit Politik umgehen, aber es hat ja im Endeffekt keine Konsequenz. Um es mal zuzuspitzen, derjenige, der zu Hause vorm Fernseher sitzt und lacht, geht nicht auf die Straße, um zu demonstrieren. Das heißt, im Endeffekt kann sogar die politische Klasse auch froh sein, dass ja, und das sagen sogar auch einige Satiriker, die wir im Rahmen unseres Projektes interviewt haben, die sagen, ja, die Politik kann doch froh sein, dass wir da sind und über sie lachen. So werden eigentlich die Leute bei Laune gehalten und indem sie eben ihren Unmut über die Politik eben abbauen können, über ein Ventil. Und ein zweiter Punkt ist eine Entpolitisierung von Themen. Wie ich eben gesagt habe, es kommt immer auch darauf an, wie man eben mit Themen umgeht und wenn eben ein politisches Thema rein als Pointenvorlage dient und eben einfach nur als Grund, um zu lachen, eingebracht wird in die Scherze, dann ist natürlich klar, dass dieses Thema sich auch irgendwann abnutzt und gar nicht mehr richtig kritisch hinterfragt wird. Und im schlimmsten Fall kann sogar ein zynischer Blick auf Politik entstehen, wenn eben zum Beispiel nur noch über Politiker gelacht wird, anstatt über die Themen. Das heißt, wenn man sich jetzt die Bundeswehr-Probleme momentan anschaut, da ist ja momentan vor allem immer das Wort Pannenuschi für Ursula von der Leyen. Gerade wenn man sich die Heute-Show anschaut, wird von Pannenuschi geredet, ohne mal wirklich auf die Probleme einzugehen. Das heißt, hier wird ja auch so ein bisschen das Bild suggeriert, die Politik, die sich eigentlich um die Themen kümmern müsste, die ist unfähig, das zu machen. Und je nachdem, wie eben auch dann solche Stereotypen immer wieder wiederholt werden, können sich dadurch natürlich auch Klischees etablieren, im schlimmsten Fall. Und problematischerweise ist es auch bis jetzt immer noch nicht wissenschaftlich erwiesen, was jetzt wirklich überwiegt. Überwiegen die Chancen oder die Risiken von politischer Satire, eben vom humoristischen Umgang mit Politik? Da nämlich einerseits manche Forschungsergebnisse sagen, ja, man kann eben so eben politisch eher uninteressierte Menschen an politische Themen heranführen, politisches Interesse erzeugen, während andere Studien sagen, nee, da wird vor allem ja eine Politikverdrossenheit erzeugt. Und das hängt eben auch stark damit zusammen, dass gerade eine humorvolle, komische Kommunikation auch immer eine gewisse Polysemie in sich hat. Das heißt, je nachdem, welcher Zuschauer sich etwas anschaut, kann die Rezeption von Komik schon ganz anders ausfallen. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel ein Republikaner, um jetzt wieder das Beispiel Amerika zu nennen, wenn ein Republikaner sich jetzt eine Sendung anschaut, in der eben Obama kritisiert wird, verlacht wird, wird er das natürlich ganz anders teilweise wahrnehmen als jetzt ein Demokrat, der von sich aus eher mal positiv gegenüber Obama eingestellt ist. Und da ist einfach auch noch, wird auch noch deutlich, dass auch die Forschung sich auch noch mehr darauf einrichten muss, wiefern jetzt eigentlich die unterschiedliche Herangehensweise von Humor eigentlich bei solchen Betrachtungen auch noch mit berücksichtigt werden muss. So viel also jetzt erstmal zu diesem Crashkurs in Theorie-Hintergründe, was politischen Humor angeht. Jetzt würde ich ganz gerne auf den Stand in Deutschland eingehen. Und da zeigt sich eben, dass politische Satire auch immer populärer wird. Dass eben gerade wenn ich jetzt das Beispiel Amerika gesagt habe, wo die politische Satire schon seit langer Zeit eine wichtige Rolle spielt, kann man eben sehen, dass spätestens seit dem Erfolg der Heute-Show, die 2009 gestartet ist, auch und sich auch an einem amerikanischen Vorbild orientiert, an der Daily Show, dass hier auch viel stärker politische Satire beachtet wird, dass eben mittlerweile eine Sendung wie die Heute-Show regelmäßig über 3 Millionen Zuschauer erreicht und unter anderem 2012 mit dem Hans-Joachim-Friedrichs-Preis ausgezeichnet wurde,
Das Wichtige ist daran, das ist ein Journalistenpreis. Das heißt, das ist eben kein Preis, den die Unterhaltungsindustrie verleiht, sondern das ist wirklich für politische Berichterstattung in journalistischer Form. Und da kann man eben auch einfach sehen, inwiefern auch die Gesellschaft eine gewisse Relevanz an dieses Format ranträgt. Und was jetzt daran eigentlich zentral ist, ist das Zusammenspiel zwischen zwei Elementen, die klassischerweise in Deutschland eigentlich immer separiert betrachtet wurden als zwei Pole. Und das ist zum einen die Satire und andererseits die Comedy. Weil spätestens seit der Einführung des dualen Rundfunks wurde ja von einem Comedy-Boom gesprochen. Und wenn man von Comedy redet, dann hat man gerade in Deutschland immer die Diskussion aufgemacht, man hat auf der einen Seite die Satire, das Kabarett, das anspruchsvoll mit Politik umgehen möchte, das eben mit dem Hintergrundwissen des Publikums spielen möchte, das das Publikum zum kritischen Denken anleiten möchte, während andererseits die Comedy eben von jedem verstanden werden kann, die keinen Anspruch hat, die letztlich nur dafür da ist, um das breite Volk zu unterhalten. Und da zeigt sich eben, die Heute-Show setzt eben unter anderem da an, dass sie eben diese Elemente zusammenbringt, dass eben einerseits in der Sendung eine hohe Gagdichte präsentiert wird und auch teilweise einfach zu verstehende Scherze gemacht werden, wie jetzt zum Beispiel, ein Klassiker ist eine Fotomontage von Sigmar Gabriel, der in einem Bikini gezeigt wird. Das ist, Sie sehen, das ist ein einfacher Lacher, der zieht halt immer. Und so kann man eine breite Zuschauerschaft ansprechen. Gleichzeitig kann die Heute-Show aber auch immer wieder politische Themen reinbringen und so eben diese Zuschauerschaft, die angesprochen wird, weil sie eben die Scherze verstehen kann, die nicht abgeschreckt wird, wie jetzt beim klassischen Kabarett. Wenn man da jetzt nicht das beste Hintergrundwissen hat, dann versteht man die meisten Scherze nicht. Und die Heute-Show hat eigentlich den Vorteil, dass eine breite Zuschauerschaft die Scherze versteht, aber gleichzeitig auch mit Politik in Berührung kommt. Und dementsprechend zeigt sich gerade bei der Heute-Show, wenn man sich das vor Augen führt, eigentlich in besonders deutlicher Form die möglichen Chancen und Risiken. Das heißt einerseits eben junge Menschen ansprechen, die jetzt nicht primär an Politik interessiert sind, aber dadurch mit politischen Themen zusammenkommen. Andererseits aber auch sich eben über Politiker lustig machen, dass im Zweifelsfall Klischees etabliert werden können. Ich habe jetzt hier auch für den... schade, man sieht gar nicht meine pointierte Überschrift, die ich der ganzen Präsentation gegeben hat, weil eigentlich sollte jetzt da oben noch stehen, Fernsehsatire populär und experimentierfreudig. Schade, auf jeden Fall populär habe ich jetzt ja die... sehr gut, danke. Warum populär habe ich die Heute-Show genannt? Warum experimentierfreudig? Das zeigt sich auch teilweise in der Heute-Show. Aber ein Format, was momentan auch sehr erfolgreich ist, ist... Die Anstalt, die ja neu gestartet ist, ursprünglich Neues aus der Anstalt hieß und von Erwin Pelzig und Urban Priol präsentiert wurde und jetzt letztes Jahr im Jahr 2014 neu gestartet ist unter neuer Leitung und unter anderem auch den Grimme-Preis dafür bekommen hat, dass eben abseits von den klassischen kabarettistischen Darstellungsformen mit einer emotionalen Ansprache experimentiert wird. Und zwar geht es da jetzt explizit darum, dass in der Anstalt vom, 18. November 2014 wurde sich eben mit der Flüchtlingsproblematik beschäftigt. Und das Besondere war jetzt aber, dass eben am Ende der Sendung nicht mit einem Scherz aufgehört wurde und einheitlich gelacht wurde, sondern am Ende der Sendung haben die Anstaltsmacher einen Flüchtlingschor auf die Bühne geholt, der wirklich aus Flüchtlingen besteht, die eben den Weg nach Deutschland gefunden haben und jetzt als Chor auftreten. Und die haben ein Lied über ihre Heimat gesungen. Und das Besondere ist hier jetzt wirklich, dass eben nicht mit Lachen aufgehört wurde, sondern mit Betroffenheit der Zuschauer, dass eben auch am Ende dann gezeigt wurde, dass Zuschauer, die zuerst noch gelacht haben über die Scherze, die präsentiert wurden, die dann eben mit Tränen in den Augen im Publikum saßen und dementsprechend nicht diesen affirmativen Charakter von Komik auch mitbekommen haben. Und was auch noch besonders interessant ist bei der Anstalt, dass das ganze Format eigentlich stärker noch mit einer journalistischen Aufarbeitung von Themen experimentiert. Und zwar insofern, dass eben ein Überthema gewählt wird und das eben aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet wird und auch durchaus mal über längere Zeit ernst beleuchtet wird. Und gerade wenn man sich vor Augen führt, okay, das Kabarett möchte mit dem Hintergrundwissen des Publikums spielen, dann gehen eben die Macher von der Anstalt so an die Sache ran, dass sie sagen, ja,
wir möchten mit dem Hintergrundwissen spielen, aber wir geben dem Publikum erstmal auch gewisses Hintergrundwissen, dass sie überhaupt unsere Scherze verstehen können. Und besonders interessant ist in der Hinsicht, dass unter anderem im April 2014, als es um die Ukraine-Berichterstattung ging, da wurde eben von der Anstalt das Thema aufgemacht, dass ja gewisse journalistische Interessenkonflikte bestehen, wenn man eben über Russland berichtet, unter anderem, weil viele namhafte Journalisten, unter anderem auch der Zeitherausgeber Josef Joffe, in verschiedenen transatlantischen Lobbyorganisationen tätig sind. Und das hat der Herr Joffe, also unter anderem Herr Joffe, hat gesagt, also in der Sendung muss man noch kurz erklären, in der Sendung selbst haben sie dann einen Flipchart aufgemacht und haben eben dann die verschiedenen, ich glaube es waren 8 verschiedene Lobbyorganisationen, in denen Herr Joffe drin sein soll, haben sie eben präsentiert. Und dagegen hat der Joffe geklagt und hat eine einstweilige Fügung erwirkt, dass er eben sagt, nee, das darf nicht ausgestrahlt werden, muss aus der Mediathek verschwinden. Und im Herbst 2014 hat dann aber das Landgericht Hamburg gesagt, die Klage von Herrn Joffe ist nicht zulässig, denn grundsätzlich ist das richtig recherchiert. Also er ist tatsächlich in mehreren Lobbyorganisationen tätig. Es sind zwar nicht 8, aber man muss das einer Satire-Sendung zugestehen, dass sie eben auch überspitzt Sachen darstellen darf. Und das ist eben jetzt eine ganz interessante Argumentation. Das heißt, einerseits wird die journalistische Herangehensweise von dem Format gelobt, andererseits werden auch bestimmte Freiheiten zugestanden, eben weil es kein klassischer Journalismus ist. Und gerade dieses Experimentieren, das macht die Entwicklung, die jetzt auch in Zukunft noch einsetzen werden im Satirebereich, eigentlich höchst interessant. Und man kann eigentlich nur gespannt sein, was wird es eigentlich noch für neue Herangehensweisen jetzt entwickelt, einfach wenn es darum geht, Politik unterhaltsam aufzubereiten und gleichzeitig auch kritisch zu gestalten. Und gerade wenn man jetzt, wie gesagt, nochmal auf die Überschrift eingeht, populär und experimentierfreudig, stellt sich auch die Frage, inwiefern geht denn die Politik mit dieser Popularität von Satire um? Und hier zeigen sich eigentlich zwei Herangehensweisen. Das heißt, einerseits sind sich die meisten Spitzenpolitiker darüber im Klaren, welche Satireformate populär sind und welche Akteure da eigentlich wichtig sind. Das heißt, es kommt nur noch selten vor, dass wirklich jetzt Vertreter der Heute-Show im Bundestag wirklich einen Politiker so ins Boxhorn jagen können, dass er eben sich im Kopf und Kragen redet, weil der in der Regel weiß, okay, die sind von der Heute-Show, das ist Satire, da gehe ich erst gar nicht hin. Oder ich weiß zumindest, okay, der meint das jetzt nicht hundertprozentig ernst, was er mir sagt. Die zweite Herangehensweise, da kommen wir jetzt schon in den Bereich der Politik als Subjekt der Komik, das ist eben, dass Politiker sagen, ah, diese Formate sind so populär, da möchte ich auch rein. Das schauen die Leute gern, da möchte ich eben auch präsent sein und mich präsentieren. Und gerade wenn man sich vor Augen führt, dass ja das Zusammenspiel von Politik und Unterhaltung schon seit längerer Zeit jetzt nichts Neues ist in der Medienlandschaft. Also wenn man nur denkt, dass Frau von der Leyen und Herr zu Guttenberg waren ja alle schon bei Wetten, dass oder haben sonst bei sonst irgendwelchen Unterhaltungssendungen mitgewirkt, die jetzt primär nichts mit Politik zu tun haben, dann ist das im Endeffekt ein logischer Schritt, dass eben auch Unterhaltungsformate, in denen es ja auch um Politik geht, wie eben solche Satireformate, als Bühne genutzt werden, um sich eben dem Wähler zu präsentieren. Und dabei sich vor allem auch so zu präsentieren, dass man auch abseits der Politik Charaktereigenschaften präsentieren kann, die vielleicht, wenn man sich jetzt so die klassische politische Berichterstattung anschaut, nicht so eine zentrale Rolle spielen. Und da wären zum einen, wenn man jetzt sich die Chancen anschaut, warum machen Politiker so ein Imagebuilding in Satire-Sendungen? Dann ist zum einen natürlich das Erreichen von jungen Zuschauern. Ich habe ja schon gesagt, dass eben auch gerade über solche Formate Zuschauer mit Politik in Zusammenhang gebracht werden, in Verbindung gebracht werden, die eben primär nicht politisch interessiert sind. Und gerade junge Zuschauer, die schauen in der Regel halt keine Debatte auf Phoenix oder sonstige klassisch-politische Sendungen. Dadurch sind sie aber für die Politik nicht weniger interessant, sondern da wird eben versucht, indem sie eben in Formate gehen, die auch bei jungen Zuschauern beliebt sind, sich eben dort zu präsentieren und diese Zuschauer zu erreichen mit ihren Inhalten. Gleichzeitig, wie ich schon gesagt habe,
kann sich der Politiker dort auch anders präsentieren als in klassischen Debattenshows, indem er eben zeigen kann, ja, ich bin humorvoll. Also das ist ein Gegenbild zu dem Klischee der Politik, das ja eigentlich davon ausgeht, okay, ein Politiker ist an für sich jetzt nicht als unterhaltsam bekannt, sondern vor allem, er muss halt gute Sachpolitik machen. Und eben in solchen Formaten kann man sich eben auch als unterhaltsam beweisen und zeigen, ja, ich bin ein sympathischer Mensch, ich kann auch Scherze machen und eben im Zweifelsfall auch über mich selbst lachen. Also das Beweisen von Selbstironie. Das heißt, dass man dadurch auch zeigen kann, ich bin bodenständig, auch wenn ich eben ein politisches Amt innehabe und durchaus Macht habe, ist es aber nicht so, dass ich abgehoben bin, sondern kann eben auch, wie gesagt, mich selbst auch mit einem Augenzwinkern sehen. Aber auch hier, wie bei der politischen Satire, gibt es auch zwei Seiten der Medaille. Man hätte es nicht geglaubt, aber es kann auch, solche Auftritte können auch schiefgehen. Gerade wenn man sich vor Augen führt, das sind eben auch Medienakteure, bei denen die Politiker auftreten, die primär davon leben, dass sie auch Erwartungsbrüche produzieren und eben auch sich besonders pointiert mit Politik auseinandersetzen. Das heißt, wenn jetzt ein Politiker in der Satiresendung auftritt und der Satiriker würde die ganze Zeit nur sagen, ja, da haben Sie recht, das stimmt, dann wäre das auch für den Zuschauer, der ja auch eine gewisse Erwartungshaltung hat, wenn er ein Format sich anschaut, sagen wir mal, nicht besonders unterhaltsam. Und im Zweifelsfall kann es eben dazu führen, dass wenn ein Politiker eben dieses Spiel nicht mitmachen kann, dieses schlagfertige Spiel, dann dass er eben einfach nicht besonders unterhaltsam herüberkommt. Wobei da auch jetzt die Redaktionen auch Wert drauf legen. Also Redaktionen gucken auch, okay, der Politiker möchte bei uns auftreten, macht keinen Sinn, der ist einfach unglaublich unlustig. Und im Zweifelsfall kann es aber sogar auch so weit kommen, dass eben unfreiwillige Komik entstehen kann. Dass eben zum Beispiel ein Politiker so überrascht wird mit manchen Situationen, dass er eben gar nicht gescheit darauf reagieren kann. Und da gibt es ein Beispiel aus dem Jahr 2013, in dem Karl Lauterbach bei Stuckrad Barre in der Late-Night-Talkshow zu Gast war und plötzlich wie in der Quizshow aufgefordert wurde, ja, zählen Sie bitte mal das Schattenkabinett von Per Steinbrück auf, zu dem Sie ja selbst gehören. Und da hat Lauterbach zuerst gesagt, ja, das ist ja kein Problem, wir sehen uns ja jede Woche. Nur bei der vierten Person hat er sich schon zum zweiten Mal genannt und konnte gar nicht aufzählen, wer eigentlich noch bei ihm im Kompetenzteam ist. Und sowas birgt dann, wie gesagt, auch die Gefahr, dass man unfreiwillig komisch erscheint. Und im Zweifelsfall kann das sogar so weit gehen, dass auch bei Stuckrad Barre war ein Auftritt von Bernd Lucke, der dann wirklich auch zum Opfer von Spott wurde. Der unter anderem, hat wahrscheinlich keiner die Sendung gesehen, ist sehr sehenswert bei YouTube, Herr Lucke von der AfD musste eben fast die komplette Sendung eine Griechenland-Flagge sich umziehen, hat dann unter anderem, das war noch nicht die Krönung, unter anderem sollte er dann auf ein Podest steigen und eine Rede halten, warum denn der Euro-Austritt Griechenlands richtig sei. Er wurde dann aber darauf hingewiesen, dass der Tonmann der Sendung ein Grieche ist. Und dieser Grieche hat dann eben während des Vortrags die Stimme von Herrn Lucke verändert, hat also so einen Mickey-Mousing-Effekt, hat dann Musik eingespielt, Fliegengeräusche und der wurde auch über einen Monitor im Studio eingespielt und hat dann irgendwann Bernd Lucke den Mittelfinger gezeigt. Und da muss man sich natürlich auch fragen, warum geht der Politiker da jetzt nicht raus? Vor allem, wenn man sich vor Augen führt, dass Bernd Lucke einige Monate später bei Michael Friedmann aus der Sendung raus ist, während die Sendung gelaufen ist, weil er gesagt hat, nee, hier wird nicht angemessen mit mir umgegangen. Er stellt sich natürlich die Frage, warum geht er bei Friedmann aus der Sendung, aber jetzt nicht aus so einer Late-Night-Talkshow, in der er den Mittelfinger gezeigt bekommt. Und das ist natürlich jetzt eine Extremsituation. Sowas, da sind wir auch sehr dankbar für, dass wir das im Sample haben bei unserer Forschung. Aber zeigt natürlich einfach auch die Dimension, die dann auch sowas annehmen kann, wenn eben ein Satiriker einfach auch gewillt ist, zu sagen, nee, dem seine politische Einstellung, die widerspricht all dem, für was ich als richtig erachte, ich ziehe den einfach komplett durch den Kakao und mache den einfach vor allen Zuschauern rund. Und dann weniger, eigentlich hätte ich von der Dramaturgie her das mit dem Opfer von Spott weiter runtersetzen müssen, weil was nämlich auch noch möglich ist, dass fragwürdige Aussagen gemacht werden, eben einfach weil in solchen Formaten erweiterte Tabugrenzen gelten und weil man ja sich ironisch äußert, dass eben dann auch Politiker manche Sachen halb ironisch, halb ernst sagen, die sie in normalen Sendungen eigentlich nicht sagen würden. Und ein Klassiker wirklich, ein Klassiker von
Aussagen von Politikern, die im Endeffekt außerhalb der Satire-Sendungen aufgegriffen wurden und in einem ganz ernsten Kontext diskutiert wurden, ist von Horst Seehofer gemacht worden bei der Satire-Sendung Pelzig unterhält sich auf BR im Mai 2010. Und da hat er sich zu der Aussage hinreißen lassen im Kontext von einer Diskussion um eben Lobby-Einfluss auf die Politik. Hat Herr Seehofer gesagt, diejenigen, die entscheiden, sind nicht gewählt und diejenigen, die gewählt werden, haben nichts zu entscheiden. Und ja, sie reagieren mit Lachen. Das Publikum in der Sendung hat nicht mit Lachen reagiert. Und dann eben das Spezielle war hieran, dass eben, okay, kann man als schlechten Scherz eben, als nicht gelungenen Scherz verbuchen, aber eben, dass dieser Ausschnitt außerhalb der Sendung eben bei YouTube wieder aufgegriffen wurde, unter anderem mit Überschriften wie, ja, Horst Seehofer sagt endlich die Wahrheit oder sonstigen Überschriften und dann eben auch unter anderem beim Nockerberg 2015 wieder rausgekramt wurde, denen dann gesagt wurde, dann zu Herrn Seehofer, ja, ich habe ja noch ein Zitat von dir gefunden, das finde ich ja bemerkenswert und dann eben dieses Zitat wiedergegeben wurde. Das heißt, man muss auch in solchen Sendungen immer darauf achten, man hat zwar eine gewisse Befreiung von eben erweiterten Spielraum, einfach weil die Tabugrenzen weiter gefasst sind, aber man muss letztlich auch immer damit rechnen, dass solche Scherze auch im ernsten Kontext wieder aufgegriffen werden können und somit eigentlich auch eine neue Kontextualisierung von solchen Aussagen stattfindet. Da gab es ja auch mal diese berühmte Festzeltrede von Philipp Rösler, der ja gesagt hat, ja, wir machen jetzt weiter in der großen Koalition wie bisher und zwar mit gar nichts. Und dann unter anderem ja auch gesagt hat, ja, Kanzlerin Merkel ist wie eine Barbie-Puppe mit, ich glaube, 40 Hosenanzügen. War in dieser Festzeltrede natürlich, kann man machen, ist ja eigentlich gar nicht so schlechtes Kabarett. Problem war eben nur, dass dann irgendwann die Koalitionspartner gesagt haben, was soll denn das? Dass dann eben sogar das Ministerium von Philipp Rösler sagen muss, ja, das war jetzt nicht so ernst gemeint, tut uns leid. Das heißt, mit solchen Aussagen kann man eben auch für Irritationen sorgen, wenn eben solche Aussagen dann eben wieder in einem anderen Kontext aufgegriffen werden. Und das ist auch der Grund, nochmal ganz, ganz schnell abzuschließen, und ich hoffe, ich bin noch gut in der Zeit, warum wir uns in unserem Forschungsprojekt eben mit solchen Auftritten von Politikern in Comedy- und Satire-Sendungen beschäftigen, indem wir eben schauen wollen, was herrschen eigentlich für Kommunikationslogiken, wie erfolgt eigentlich die Aneignung solche Auftritte durch die Zuschauer und welche Chancen und Risiken lassen sich jetzt daraus ableiten. Und dafür haben wir eben einerseits die Sendung untersucht, die im Jahr 2013, also während des Superwahljahres gelaufen sind, nämlich jedes Jahr ein Superwahl, also jede Wahl ein Superwahljahr, aber eben im Jahr 2013 und Interviews mit Sendungsmachern, Politikern und Beratern geführt und Anschlusskommunikation werten wir aus und führen Gruppendiskussionen durch. Einfach auch, um gerade in Deutschland, wo eben die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit Politik und Satire noch überhaupt nicht groß stattgefunden hat, um da einfach mal eine Probebohrung zu machen, um sich einfach auch diesen Sachverhalt ein bisschen genauer anzuschauen. Und ich denke, es wurde jetzt auch während der kurzen Einführung klar, dass eben politischer Humor ein sehr breites Feld abdeckt und auch medial sehr präsent ist und auch besondere Chancen und Risiken birgt. Aber wenn man jetzt sich vor Augen führt, wird sich wirklich wissenschaftlich damit auseinandergesetzt, dann muss man sagen, ja, da sind wir momentan noch eine der wenigen Forschungsgruppen, die sich eben damit auseinandersetzen. Und falls Sie noch weiteres Interesse haben an diesem Thema, habe ich noch mal eine kleine Bibliografie gemacht. Besonders interessant ist natürlich mein Buch, wer hätte es gedacht. Aber einfach, wie gesagt, falls Sie sich dafür interessieren, können Sie sich mal ein paar Namen merken. Denn das ist ein wirklich sehr interessantes Themenfeld. Ich denke, jetzt haben wir auch eine gute Grundlage, um dann in die Diskussion zu starten. Hier jetzt schon mal vielen Dank und dann können wir gleich nochmal im Dialog weiterreden. Ja, vielen Dank, Benedikt. Würde mir schnell auch noch ein Wasser eingießen. So. Test? Ja, okay. Benedikt, vielen Dank für den interessanten und auch anspruchsvollen Vorschlag,
die Intention war jetzt nicht eine Frage, die durchaus politisch sehr relevant und auch ernsthaft ist, so humoristisch abzuhandeln, wer das erwartet hat. Wir können vielleicht gleich nochmal so einen kleinen Einspieler machen, falls jemand nochmal lachen will, aber vielleicht bleiben wir doch heute mal sozusagen etwas ernsthafter an der Schnittstelle Humor und Politik. Und was ich gerne als allererstes nochmal fragen würde, auch um uns als Gruppe hier etwas in Stimmung zu bringen, ist tatsächlich nochmal deine Einschätzung zur Heute-Show. Das war ja auch die Frage im Untertitel und damit hast du dich auch intensiv befasst. Also wie politisch einflussreich hältst du eigentlich die Wochen-Heute-Show? Das wäre meine eine Frage. Wir fragen ja hier, wie die Generation Heute-Show unser Politikverständnis verändert. Und was ist eigentlich das Politische an der Heute-Show? Das wäre sozusagen Frage 1b. Denn mal etwas hart und kritisch nachgefragt, könnte man ja auch sagen, eigentlich ist die Heute-Show erzreaktionär. Warum? Weil sie alle Vorurteile gegen Politiker, die es sowieso in der Gesellschaft gibt, einfach jede Woche nochmal reformuliert. Die Politiker sind irgendwie diese rhetorisch minder begabten, lobbyistisch beeinflussten Flitzpiepen, und das kriegt man halt sozusagen in einer großen Varianz vorgeführt. Ich meine, ist das, also falls das Politische wäre, hätten wir gleich zum Beginn unserer Diskussion eigentlich ein Riesenproblem. Ja, also teilweise stimmt das wirklich. Also ich habe ja auch gesagt, bei der Heute-Show wird ja nochmal in besonderer Weise deutlich, wie zweischneidig eben politischer Umgang, ein komischer Umgang mit Politik sein kann. Eben weil die Sendung einerseits versuchen muss, eine breite Zuschauerschaft anzusprechen und dadurch eben auch versucht, Stereotype zu benutzen, die einerseits natürlich immer für Lacher gut sind, wie man auch gesehen hat, dass wenn eben Gabriel in Bikini gezeigt wird, dann ist das eben ein Lacher. Andererseits aber natürlich auch dann Klischees etablieren können. Und es ist, glaube ich, schwer, jetzt wirklich schon sagen zu können, was überwiegt denn jetzt tatsächlich? Also wir machen mit unserer Forschung ja auch einen ersten Anfang, dass wir schauen, wie kann sowas funktionieren. Aber man muss sich, glaube ich, einfach bei beidem bewusst sein, dass man tatsächlich Leute finden, die durch die Heute-Show erstmal auf manche Themen hingewiesen werden, die dann eben sagen, was, das habe ich ja gar nicht gewusst, hat ja keiner bei RTL 2 gesagt. Und andererseits findet man aber natürlich auch Bestätigung. Wenn man sowieso schon ein negatives Bild gegenüber Politik hat, dann, dass man eben sagen kann, ja, das ist genau das, was ich sowieso schon die ganze Zeit vermutet habe, dass das eben alles in dem Fall ist zum Beispiel unfähige Minister sind, die immer dieselben Fehler wieder machen, weil sie eben von der Industrie abhängig sind. Und das macht die Sache ja auch so interessant. Also es wäre ja auch zu einfach, wenn man jetzt sagen könnte, ja, die Heute-Show ist per se schlecht, weil sie eben solche Stereotype bietet. Sondern es ist ja auch irgendwas Besonderes an der Heute-Show, dass dadurch eben ja auch eine breite Zuschauerschaft angesprochen wird. Weil was nützt einem wirklich, anspruchsvolle Satire, die im Endeffekt von 1000 Menschen gesehen wird? Und das ist auch so ein zweischneidiges Schwert. Da würde ich jetzt auch nicht die Heute-Show per se verteidigen wollen. Aber man muss ihr einfach zugestehen, sie schafft es, auf ihre Art und Weise einfach ein Publikum für politische Themen, zumindest mit politischen Themen, zusammenzubringen, das sonst wahrscheinlich weniger für solche politischen Themen empfänglich wäre. Okay, aber da würde ich gerne nochmal nachfragen. Ich meine, gibt es irgendwelche empirischen Annahmen oder Aussagen, dass heute Show-Zuschauer irgendwie durch
den Konsum einer solchen Sendung in ein politisches Denken reingeholt werden oder dass sie dadurch irgendwie zum Nachdenken angeregt werden. Ich frage das deshalb, weil, die Frage geht auch gleich an Sie, meine Damen und Herren, aber bleiben wir vielleicht noch ganz kurz hier vorne. Ich meine, was mir bei der Heute-Show, bleiben wir mal kurz bei der Heute-Show, ich finde die Heute-Show teilweise brüllend witzig. Ja. Und ich erinnere mich an Momente, wo ich wirklich Tränen gelacht habe bei der Heute-Show, gar keine Frage. Trotzdem fällt mir da auf, dass ich mich wirklich frage, gibt es da eigentlich irgendeine Haltung? Also, oder nochmal anders, man könnte ja sagen, okay, Humor ist eigentlich ein Mittel, um was zu transportieren, das wäre das eine. Und dann so. Aber man kann ja auch sagen, Humor ist die Botschaft und da ist mir sozusagen jeder Inhalt recht, das wäre die andere Anordnung. Und was mir, ich sag mal ein Beispiel, wo es mir aufgefallen ist, diese ganze Griechenland-Krise, ja, würde ich jetzt sagen, okay, da kann man ja eine Menge Witz, könnte man eine Menge, also du hast irgendwo auch gesagt, Humor ist so eine Waffe sozusagen gegen die Herrschenden oder gegen die Höhergestellten, hast du gesagt. So. Da könnte man ja jetzt eine Menge Witze machen über die deutsche Politik, über deutsche Identität, weiß der Kuckuck. So. Und was mir bei der Heute-Show auffällt, ist, dass das wahnsinnig schnell switcht. Da hast du im einen Moment sozusagen noch einen Witz sozusagen über so eine, sagen wir mal, über so einen nationalen Chauvinismus in Deutschland und im nächsten Moment kommt dann aber schon sozusagen der faule Grieche und das ist dann der nächste Lacher. Also das geht sekundenschnell und im einen Moment hast du wirklich irgendwie sowas wie Machtkritik und im anderen Moment hast du sofort so ein extrem eigentlich spießigen Schenkelklopfer, der genauso läuft. Und dann noch und deshalb nochmal die Frage, inwieweit ist das wirklich, kann man sagen, da findet sowas wie Politisierung statt mit den Mitteln des Humors? Um nochmal darauf zurückzugehen, ob es dazu Studien gibt, da gibt es leider nicht viel zu. Und, wir sind auf dich alleine angewiesen eigentlich heute Abend. Jetzt ist es Wahnsinn, ich bin aufgeregt. Ich präsentiere die Weisheit. Ja. Nein, es ist tatsächlich so, also die Chancen und Risiken, die ich da jetzt auch vorgestellt habe, deswegen auch... hat sich vielleicht auch der eine oder andere gefragt, warum hat er nicht sofort mit Deutschland angefangen? Es ist einfach so, dass das gerade in Deutschland solche Satireformate noch kaum erforscht sind. Und alle diese Chancen und Risiken sind vor allem an amerikanischen Vorbildern, eben zum Beispiel die Daily Show, die ja als Vorbild so von der Heute-Show gesehen wird, darauf basieren vor allem die Studienergebnisse, die ich präsentiert habe. Und für die Heute-Show ist es tatsächlich leider wirklich so, nichts hieb- und stichfestes wirklich präsentieren. Und ich gebe dir da völlig recht. Also es ist tatsächlich so, dass das wechselt auch. Also man kann auch nicht sagen, die Heute-Show ist per se immer gleich, sondern manche Sendungen kann man wirklich, schaut man sich an und denkt sich danach, ja, das war jetzt einfach eine Aneinanderreihung von Klischees und Schenkelklopfern und andere Sendungen. Da kann man auch wirklich sehen, okay, da hat auch scheinbar Oliver Welke einfach ein Interesse dran oder zumindest die Sendungsmacher auch ein Thema kritisch zu hinterfragen. Und das macht eben aber auch die Beurteilung so schwierig. Dann gehen wir doch kurz nochmal auf die andere Seite, das hattest du auch angesprochen, nämlich jetzt die Politiker, die irgendwie versuchen, in diesem Spiel mitzuhalten. Also... Was würdest du denn da jetzt sozusagen, du bist ja Medienwissenschaftler und hast ja auch über Politiker in Talkshows und so weiter. Ich meine übrigens, dass man sich bei Friedmann irgendwie anders aufstellt als bei Stuckrad-Barre, scheint mir irgendwie auch klar. Mir ist nicht aufgefallen, dass Friedmann irgendwie eine Satire-Sendung sein sollte. Was würde man dann denn da jetzt Politikern raten? Das ist ja gar keine einfache Frage. Ich sag mal zwei Extreme. Das eine Extrem, das mir irgendwie sympathisch wäre, dass man als Politiker wirklich sagt, ich habe eine andere Aufgabe. Und da ist doch irgendwie das Problem, dass gerade bei diesen ganzen Jungpolitikern, du hast Rösler genannt, aber das gibt es ja bei den Grünen oder so genauso,
dass die ja von vornherein so auf Mediengesellschaft geeicht sind. Nur, dass die diese Zündstufe der Mediengesellschaft noch nicht drauf haben. Ja? Also sozusagen das 30-Sekunden-Quote für die Nachrichten, das flutscht ja. Wenn ich mir jetzt mal vorstelle, dass so jemand, will nicht glorifizieren, aber Herbert Wehner oder Joschka Fischer oder so jetzt in der Heute-Show wären, ich meine, die hätten es doch wahrscheinlich drauf, nach 10 Sekunden zu sagen, Moment mal, wir reden hier gerade über Flüchtlingspolitik, ich sage Ihnen mal kurz, was Flüchtlingspolitik bedeutet, und dann wäre bei Welke sofort die Luft raus, möglicherweise, ja. So, aber das macht ja keiner. Und das andere macht aber auch niemand, mal richtig einzusteigen. Ich habe neulich mal, das lohnt sich wirklich noch mal bei YouTube zu suchen, Obama lädt ja einmal im Jahr alle Medienschaffenden ein. Das ist nicht nur Obama, das ist Tradition in Amerika, genau. Das ist das Korrespondenz-Dinner. Genau, zu diesem Dinner. Und was da passiert ist, kriege ich schon eine Gänsehaut, wenn ich davon erzähle, ist, dass Obama den Spieß total umdreht. Obama ist übrigens tatsächlich sowieso ein sehr witziger, humorbegabter Politiker, dass die mit einem irren Aufwand eigentlich das, was Daily News macht, toppen. Und sozusagen der komplett das Humorregiment übernehmen mit super professionellen Einspielern und so weiter. Also nur mal, um so die Spannbreite an Möglichkeiten zu beschreiben. Also zurück, was soll denn der Politiker, wie soll er sich denn jetzt verhalten? Also es ist tatsächlich so, dass Obama da auch, besonderes Beispiel ist, der ist auch schon in Sendungen aufgetreten, hat einfach den Moderator ausgewechselt und hat sich einfach selbst als, ich glaube bei Colbert Report war das dann da, der sich reingesetzt und hat einfach Moderator gespielt. Wie sich ein Politiker idealerweise verhalten sollte, hängt natürlich auch immer vom Gegenüber ab. Das heißt, was ich sehr interessant fand, war zum Beispiel der Auftritt von Winfried Kretschmann bei Pelzig, in dem Pelzig eben immer nachgefragt hat und dann auch so Fragen gestellt hat, wie ja, ist es nicht entmutigend, dass sie von den Windrädern, die sie umsetzen wollten, von 1000 sind irgendwie 30 im Betrieb, ist das nicht entmutigend, wenn man eigentlich als Opposition sagt, wenn man in der Opposition ist, sagt man, die wollen nicht die Regierung, wenn man selbst in der Regierung ist, sagt man kann nicht. Und da hat eben Kretschmann einfach gesagt, ja. Ja, genau, das ist, aber und, das ist eben, ist halt die Oldschool. Genau, das ist also Strategie. Das ist eben mit einer absoluten mit einer absoluten Offenheit eigentlich darauf zu reagieren und zu sagen, ja, Sie haben recht. Und dann eben auch einen gewissen Einblick auf die Hinterbühne bieten und eigentlich auch diesen komischen Modus nutzen, um einfach auch die politische Kommunikation, das politische System auch so ein bisschen ironisch zu sehen, dass man eben sagt, ja, es ist teilweise so, wie Sie sagen, aber dann auch mehr so ein bisschen zu erklären. Also es ist, glaube ich, das Schlechteste, was man machen kann, wenn man in solchen Sendungen auftritt und sich einfach anders präsentiert, als man es eigentlich machen würde. Das war auch bei Pelzig ein Beispiel, da ist dann Markus Söder aufgetreten, noch als er noch Generalsekretär war. Und was er gemacht hat, also als Generalsekretär war er ja nicht gerade dafür bekannt, dass er Mann der leisen Töne, der diplomatisch an Sachen herangeht. Und er hat einfach während der Sendung, hat er sich eigentlich komplett verweigert. Er hat eigentlich überhaupt nichts, wenn er darauf angesprochen wurde, ja, jetzt haben Sie mal eine Möglichkeit, die und die Partei anzugreifen, machen Sie doch mal. Ja, nee, das möchte ich nicht. Und der hat eigentlich da so passiv drauf reagiert, dass Pelzig auch riesige Lücken hat entstehen lassen. Und dadurch hat man einfach gemerkt, okay, irgendwie irgendwas stimmt da nicht. Was ist denn da los? Also der Moderator hat es auch nicht aufgefangen, sondern der hat dann wirklich einfach knallhart weitergemacht und hat einfach diese Pausen auch einfach drin gelassen, dass ein Politiker sich einfach so verweigert und halt nichts sagt. Und das ist so das andere Beispiel. Das bringt mich auf meine letzte Frage, nämlich vielleicht nochmal jenseits der Heute-Show. Du hast es auch kurz angesprochen, Böhmermann und diese, sagen wir mal, neue Zündstufe, nennen wir es mal politischer Satire im digitalen Medienzeitalter, so würde ich es mal nennen. Wir hatten beim Vorgespräch kurz drüber gesprochen, dass es mir persönlich bei Böhmermann so geht, weil der ja gerade da schon sehr abgefeiert wird, dass ich nicht ganz nachvollziehen kann, was jetzt worin so das Krasse oder Mutige liegt,
Also ich also als großer Fan, sagen wir mal, in der Linie Karl Valentin, Gerhard Pold, Christoph Schlingensief, auch Harald Schmidt in Teilen, noch mit so einer krassen Mediendekonstruktion. Ich weiß nicht, ob sich jemand erinnert, als Harald Schmidt beauftragt wurde, Verstehen Sie Spaß zu moderieren und dann ein Metronom auf den Flügel stellte und einfach runterzählte, wie viele Sekunden verplemperte Fernsehzeit das jetzt kostet, nämlich, glaube ich, 1 Million Mark damals pro Sekunde. Das fand ich auf eine gewisse Art extrem subversiv. Okay, und dann gibt es jetzt Böhmermann, der sozusagen im Anzug da mit seinem 3-Tage-Bart eben, wie soll ich sagen, ganz gute Witze macht, die aber vielleicht so krass oder so, so eine zeitdiagnostische Kraft vielleicht dann doch auch nicht haben, ich weiß es nicht. Aber klär mich auf, was ist jetzt mit Böhmermann, was hat es damit auf sich? Was ist das Geheimnis von Jan Böhmermann und dieser Generation? Na gut, das große Geheimnis ist vielleicht einfach, ist auch ein bisschen übertrieben gesagt, aber die sprechen natürlich einfach eine junge Zuschauerschaft an und wissen einfach, wie sie diese Digital Natives einfach fassen müssen. Und das ist, glaube ich, einfach das, was... Wie geht es? Ja, ich bin ja selbst kein Digital Native, also aber indem man einfach, also man sieht bei Böhmermann ist tatsächlich in der klassischen Sendung ist es eigentlich häufig so, dass eben Themen angesprochen werden, die jetzt nicht wirklich politisch sind, dass dann eben vor allem über Sylvie van der Vaart, wie auch immer sie jetzt heißt, gelacht wird oder sonstige Sachen, aber was bei Böhmermann eigentlich auffällt, dass er seine stärksten Momente hat, wenn er einfach die Medienlogik selbst thematisiert. Also zum Beispiel, indem er eben, er hatte einmal einen Beitrag über, die hieß, glaube ich, Eier aus Stahl. Und da hatte er unter anderem Campino von den Toten Hosen dafür kritisiert, dass er bei Bob Geldofs Charity vor Afrika mitgemacht hat. Und das war schon sehr interessant. Aber das eigentlich Interessante kam dann in der Folge darauf, indem er eben einen richtigen Shitstorm bekommen hat von Campino-Fans, die sich dann über alle Social-Media-Kanäle plötzlich gegen ihn gerichtet haben. Und er hat nichts anderes gemacht, als einfach ein Video präsentiert, in dem er eigentlich die schönsten Shitstorm-Auszüge dem Zuschauer präsentiert hat. Und sich darüber eigentlich nochmal damit auseinandergesetzt hat, was da eigentlich auf ihn eingeprasselt ist. Und das sind eigentlich die Momente, wo man wirklich sagen kann, da kann er auch einen anderen Blick einfach auf die Medienlogik, auch gerade was Social Media angeht, präsentieren. Das heißt, das ist so eine Art, immer auch eine Reflexion auf das Mediengeschäft selbst. Genau. Das hast du ja bei der Heute-Show kaum. Ne? Ja, teilweise so. In Ansätzen, aber es ist wirklich so, dass bei der Heute-Show kommt es teilweise vor, aber eigentlich. Ja, es ist immer schwierig jetzt. Mir fällt auch kein Beispiel ein, von daher. Ja. Ist aber was ja auch bei diesem Varoufakis-Video war, in dem er ja gesagt hat, ja, wir haben das Video gefaked. Das war im Endeffekt, war ja nichts anderes, als dass er reflektiert hat, wie wird denn eigentlich umgegangen mit diesem Mittelfinger-Video. Und was aus komiktheoretischer Perspektive eigentlich total interessant daran ist, indem er sagt, indem er erstmal diese Information vorschiebt, ja, wir haben das gefaked. Hat er eigentlich diese ganze Emotionalität aus dieser Debatte rausgenommen, indem eben jeder, der vielleicht wirklich persönlich davon brüskiert war, dass eben Varoufakis diesen Mittelfinger zum deutschen Volk gezeigt haben soll, dem wurde erstmal so ein bisschen die Luft aus den Segeln genommen, dass er einfach auf das Eigentliche, was mit diesem Videoausschnitt passiert ist, blicken konnte, ohne jetzt erstmal seine so emotional an die Sache zu gehen. Und dann auch reflektieren könnte, ja, ist das eigentlich in Ordnung, dass diese ganze Griechenland-Debatte jetzt auf den Mittelfinger reduziert wird? Was ja übrigens, fällt mir gerade auf, auch insofern eine interessante Frage aufwirft, als es ja wahrscheinlich tatsächlich mutig ist, in so einem Medium wie Fernsehen zu kritisieren, spätestens dann, wenn es im öffentlich-rechtlichen Sender stattfindet. Weil damit fängt man ja plötzlich an, kritisch auf seinen eigenen Brotgeber im weitesten Sinn zu reflektieren. Es ist natürlich viel einfacher, den Politiker zum Deppen zu machen, könnte man das so sagen. Gut, meine Damen und Herren, wir werden jetzt dramaturgisch an dem Moment, das übrigens...
Der Störenfried da hinten ist übrigens mein Sohn. Ich hatte die fixe Idee, das Baby heute mal mit zum Lachen zu bringen, aber naja, es klappt so teilweise. Ich hoffe, es stört Sie nicht zu sehr. Wir würden jetzt Folgendes machen. Mein geschätzter Kollege Stefan Depping, der übrigens einen kleinen Zwischenapplaus verdient hätte, weil der diese Veranstaltung hier überhaupt erst möglich macht, mit sehr viel Einsatz. Der würde jetzt tatsächlich, weil wir gerade bei Böhmermann mal ganz kurz, einfach damit es jetzt nicht so eine reine Trockenschwimmübung ist, mal kurz den Ausgangspunkt des Skandals hier zeigen. Sie überlegen sich derweil schon mal Ihre Fragen und Kommentare, müssen nicht nur Fragen, müssen nur ein bisschen auf die Zeit achten. Und direkt nach diesem Clip sind Sie dann dran, versprochen. Vielleicht noch mal ganz kurz den Ausschnitt sehen, in dem Yannis Varoufakis uns den Stinkefinger zeigt, ganz kurz eben zum Testen. Within the Euro in January 2010 and stick the finger to Germany and say, well, das ist in der Tat sehr interessant. Also so, ja. Du, Ben. Man muss aber auch dazu sagen, das Fake-Video war ein Fake. Also ein Doppelfake. Das ZDF hat dann, ich glaube, einen Tag später oder so zugegeben, ja, das war nicht gefaked von uns. Böhmermann hat den Fake erst gemacht, indem er den Mittelfinger rausgenommen hat.
Aber erinnert ja nichts daran, dass, wie gesagt, daran sich auch eine herrliche Medienkritik auch einfach angeschlossen hat. Vor allem auch in sozialen Netzwerken, denen ja auch viele, viele junge Leute unterwegs sind, die dann eben auch gesagt haben, ja Moment, ist ja höchst interessant. Vor allem, weil später geht Böhmermann auch nochmal direkt in dem Einspieler darauf ein und spricht eben Günter Jauch an und sagt, ja, im Endeffekt habt ihr Varoufakis nur an die Mittelfinger durchs Studio gezogen, anstatt sachlich mit ihm zu reden über die Probleme. Der Gegenstand ist ja nicht Varoufakis, sondern die Mediengesellschaft. Das ist schon. Oder halt, kann man das, schon oder halt die Probleme mit Griechenland. Ja. Das war ja auch so. Das ist so, jetzt aber. Wir haben ein mobiles Saalmikrofon und würden vielleicht einfach, weil sich hier der linke Flügel stark zu Wort meldet, machen Sie es bitte nicht zu lang, dann kommen möglichst viele dran. Würden wir vielleicht ganz nach vorne gehen? Geben Sie es noch einmal kurz nach vorne, Sie kommen sofort dran und dann geben wir das Mikro so Stage-Dive-mäßig nach hinten. Ne? Genau. So, bitteschön. Ja, ich würde nur, weil Sie ja selbst die Frage gestellt haben, ob die Heute-Show, ob die irgendeine Haltung haben. Also ich finde zum Beispiel gerade die Heute-Show ist ein perfektes Beispiel dafür, dass die eine wahnsinnig starke Haltung haben, nämlich dass zum Beispiel sich einfach alles im Prinzip auf dem Boden der freiheitlichen Grundordnung bewegt, dass jeder, der irgendwie reaktionär ist, also ob es ein Politiker ist und der kann von links oder rechts kommen, was immer ja an ausgrenzenden Thesen, an Stammtischparolen, wie immer verbreitet, der kriegt dermaßen sein Fett weg in der Heute-Show. Und deswegen finde ich die Frage eigentlich, ist völlig klar, dass da eine total demokratische Haltung zugrunde liegt. Und wie immer die parodiert wird, aber selbst der letzte oder der beste Gutmensch, der in der Öffentlichkeit als sauberer Demokrat auftritt, auch der wird noch sein Fett wegkriegen. Aber jeder mündige Zuschauer wird merken, dass da eine ganz klare Haltung dahinter steckt. Insofern finde ich diese Frage eigentlich, die stellt sich nicht. Und nur weil dann Gabriel oder wer auch immer praktisch über den gelacht wird, das ist einfach nur Bestandteil des Ganzen. Also ich finde es beeindruckend, wie jetzt die Heute-Show es geschafft hat, mit wirklich allen Möglichkeiten die Zunft selbst auch durch den Kakao zu ziehen. Also die journalistische, in dem die Korrespondenten einfach die letzten Deppen sind oder wie. Also es ist einfach genial gemacht und deswegen finde ich, ohne das jetzt erforscht zu haben oder so, finde ich das einfach eine ganz klare Sache, die man hervorheben muss, dass dieses Korrektiv auf jeden Fall da ist und dass da eine ganz klare Haltung zugrunde liegt. Vielen Dank. Bitte schön. Danke. Also ich finde beispielsweise, dass das Thema Diagnose der Zeit mit der Diskussion relativ dünn besetzt ist. Ich bin halt auch in den 70er Jahren sozialisiert und politisch sozialisiert und finde, dass die Traditionen an Satire, Komik, Humor, die wir in Europa haben, ganz großartig gewesen ist und eine unglaubliche Fülle einfach an verschiedensten Dingen einfach dargestellt hat. Und dagegen finde ich beispielsweise die Heute-Show ausgesprochen dünn. Das einzige Argument, was finde ich halt sinnvoll ist, man erreicht halt die Digital Natives. Das ist für mich jetzt einfach hängen geblieben. Man muss irgendwie die Digital Natives erreichen, damit sie überhaupt im weitesten Sinne sich mit Politik beschäftigen. Da kann ich mir aber auch, dann habe ich aber auch hier unseren Handtaschen-Mario, der ja auch politische Sendung macht mit seiner komischen Investitionssendung, die er da betreibt. Das heißt, ich bin da halt in einem Feld, wo das Kognitive, was ja früher mal Teil von Politik eben auch war, vollkommen vernachlässigt wird und es eigentlich nur noch halt um Schadenfreude geht. Das scheint mir der Kern des Humors der Digital Natives zu sein, nämlich Schadenfreude. Das, was YouTube halt millionenfach halt vorlebt, wird halt dann in die politische Satire übernommen. Und das ist einfach wenig, finde ich, an wirklicher Satire, weil es da nichts mehr an Nachdenken, nichts mehr an Analyse, nichts mehr an Kognitiven gibt. Und beispielsweise auch bei dieser Ich habe mich wahnsinnig darüber geärgert, dass es bei dieser G36 Bundeswehrgeschichte immer nur darum ging, dass es halt ein Gewehr nicht funktioniert. Ich finde es toll, wenn ein Gewehr nicht funktioniert. Nicht? Und ich habe halt keine Satire darüber gesehen, beispielsweise, dass halt vielleicht bei Heckler und Koch irgendein Saboteur sitzt oder irgendwas. Ne? Das fände ich eine spannende politische Satire und davon sehe ich heute bei den Digital Natives nichts. Vielen Dank. Ja, ich möchte auch mal kritisch dazu sagen, also wir sind ja hier in Berlin die Hauptstadt der Demos und da wird natürlich auch mit viel Humor oft gearbeitet und da ist es natürlich interessant, welcher Humor zugelassen wird und welcher nicht. Ich erinnere nur an die schöne Demo unserer Bauern damals, als wir noch den Bundeskanzler Schröder hatten, die hatten die schöne Losung, bei seiner Doris ist vorne nicht viel zu sehen, so soll es auch unseren Frauen gehen.
Ja, diese Losung war erlaubt und dann hatten Jugendliche damals in der Bush-Ära die Losung Brezeln für Bush, ja, in Anspielung an, wo er fast erstickt wäre. Ja, und das wurde natürlich sofort verboten. Ja, also man sieht doch die Grenzen des Humors und ich finde auch, man muss bei diesem ganzen, bei dieser Diskussion auch mal diese Sache sehen, weil welcher Humor ist erlaubt, welcher nicht, wie, welche Machtfragen stehen dahinter, also diese, es war ein bisschen einseitig auf diese Fernsehkomik hier zu, Sie müssen auch bedenken, dass viele Leute also Fernsehen als ein flaches, recht flaches und zu entbehrendes Medium sehen, ja, ich hätte mir mehr gewünscht, dass die direkte Beziehung zwischen Menschen und Politikern, ja, dass gerade solche Machtfragen, die dann zum Ausdruck kommen, was ist erlaubt, was nicht, dass das ein bisschen mehr diskutiert wird. Vielen Dank. Wir würden jetzt mal in die Mitte gehen, zu Biggie Bender, so in die Ecke. Aber Biggie, du brauchst ein Mikro, das wäre gut. Warte, Stefan, würdet ihr mal, genau. Da hatte sich dann auch gleich daneben noch die Frau gemeldet. So. Genau. Ja. Danke. Ja, ich oute mich auch als ein Fan der Heute-Show. Mir gefällt daran auch besonders, dass Sie nicht nur die Politik durch den Kakao ziehen, sondern ja auch den Journalismus und zwar auch in Ihrem eigenen Sender. Also diese Tina Hausten oder der Schauspieler, der dann immer bei den Kommentaren ausrastet und so, ist ja einfach wunderschön. Ne? Aber ich stelle auch mal die Frage, ob diese Satire-Sendungen, wenn man dadurch Leute erreicht, die jetzt nicht Bundestagsdebatte und nicht mal Günther Jauch und ich weiß nicht was gucken wollen, ja, ob das nicht auch was Entpolitisierendes hat. Ich nehme mal das Beispiel mit dem Kretschmann und den Windrädern. Wenn der beim Pelzig sagt auf die Frage, ja ist das so, in der Opposition sagt man, die Regierung will nicht, hinterher sagt man, wir können nicht, ja, und es ist eigentlich dasselbe, und er sagt ja, dann ist das in der Sendung natürlich für einen Lacher gut und für eine Satire-Sendung auch richtig. Tatsächlich ist die Antwort aber sachlich falsch. Ja gut, ich habe es jetzt auch ein bisschen verkürzt dargestellt. Er hat später auch noch gesagt, warum es eben nicht möglich ist. Weil er gesagt hat, es wurden vorher noch Gesetze verabschiedet, die es eben nicht möglich machen. Aber dieses grundlegende, also auf Nachfrage hat er es dann noch genauer ausformuliert. Ah, okay. Ich habe das jetzt nicht gesehen, ja, weil ich finde, man muss Leuten eigentlich auch erklären, dass wenn eine Vorgängerregierung bestimmte Weichen gestellt hat und man die jetzt umlegen will, dass man dann zum Beispiel erstmal Vögel zählen muss und so weiter, was immer es in welchem Politikbereich ist. Also das dauert oft tatsächlich, ja, bis man die Grundlagen geschaffen hat, um was verändern zu können. Und das verstehen viele Leute ja nicht von alleine. Wie sollen sie auch? Also muss man auch Gelegenheit haben, das zu erklären. Und das denke ich, wenn es da noch vorkam, freut es mich. Ja? Aber das kommt natürlich in vielen Satire-Sendungen zu kurz. Bitte schön, ja. Hallo. Also ich bin auf jeden Fall Digital Native und ich muss sagen, es nervt mich oft, dass meiner Generation so pauschal so eine Politikferne diagnostiziert wird. So, oh, das sind die Digital Natives, die wollen sich nur auf YouTube durch lustige Videos klicken und eigentlich für die Tiefe interessieren die sich gar nicht. Und wir diskutieren vielleicht nicht mehr anhand der Tagesschau, aber es gibt einige Leute, die also gerade im Bereich EU-Analysten, also die auf Twitter wirklich hochqualifiziert debattieren. Und da muss man ein bisschen wissen, wem man folgen kann, aber da wird es richtig interessant und da geht es richtig in die Tiefe und da kann man auch schnell, weil das ist ja im Internet immer sehr leicht, man verlinkt sehr viel und dann kommt man schnell an viele Orte, wo man sich ein sehr differenziertes Bild machen kann. Und wenn man das dann eine Weile tut, und deswegen gucke ich auch die Heute-Show, dann braucht man halt was, worüber man dann darüber wieder lachen kann, weil manchmal will man sich dann echt eher unterm Tisch verkriechen. Und dafür ist eben Heute-Show und auch gerade die Daily-Show einfach irgendwie sowas wie Therapie. Also ich finde nicht, dass sich das nur an Leute richtet, die Politikfern sind, sondern eben auch... Nee, es war auch nicht, um es mal ein bisschen klarzustellen, ich wollte jetzt nicht die Digital Natives angreifen, sondern einfach diese Zielgruppendebatte, dass ich einfach auch solche Sendungen natürlich auch im Humorgebrauch einfach an eine andere Zielgruppe richten, warum es jetzt zum Beispiel hier eben nicht dann vielleicht auch einfach die Komik verstanden wird, weil sie einfach an eine andere Generation gerichtet ist, aber nicht, dass per se jeder Digital Native politisch uninteressiert ist. Ja, ist ja klar. Also zum Beispiel bei dieser Gurkentour von Netanyahu in Kongress, die hätte man ja kaum mehr ertragen, wenn nicht dann Jon Stewart das Ganze richtig durch den Kakao gezogen hätte. Vielen Dank. Vielen Dank. Hier hinten noch und dann gehen wir genau noch kurz zum von mir aus
geografisch rechts, nicht politisch rechts. Das würde ich Ihnen nicht unterstellen. Ne? Bitte. Ne. Ja, vielleicht zur Entpolitisierung. Die Befunde aus Amerika passen nicht ganz, weil die Daily Show nur zur Hälfte übernommen wurde. Was die Daily Show hat einen mehr redaktionellen Hintergrund. Das heißt, sie zeigen, wenn jemand sagt, das habe ich nie behauptet, zeigen sie 12 Ausschnitte, in denen er genau das behauptet hatte. Sie entlarvt Heuchler und Lügner. Und die Bananenschale, auf die er dann ausrutscht, ist natürlich komisch, ist aber ungewöhnlich gut redaktionell und da entscheidet sich die Heute-Show. Die Heute-Show folgt dann dem anspruchsvollen Kabarett und kommentiert Frau Merkels Frisur im Zweifelsfall. Und das ist der Unterschied. Das ist eigentlich, da haben wir immer noch eine Lücke, denn da kann die Satire aufklärerisch und witzig sein. Aber sich im Zweifelsfall durch den Klamauk zu entscheiden, dann kommt dieses Unbehagen raus. Es ist unpolitisch. Okay. Vielen Dank. Benedikt darf gleich umfassend antworten, aber wir machen jetzt erstmal, das ist wichtig, dass wir auch ein bisschen zusammen ins Gespräch kommen, machen jetzt mal den Reigen hier voll. Bitte schön, gerne. Ja, vielen Dank erstmal für den tollen Vortrag. Mir ist so ein bisschen aufgefallen, dass, also in Richtung Macht und Perspektiven vielleicht, dass es doch sehr geprägt ist von weißen Männern. Jetzt weiß ich nicht, ist das nur, weil die vor allem sichtbarer sind? Oder ja, wäre einfach mein Interesse, können Sie das bestätigen? Ist das so? Und wenn ja, was denken Sie, ist denn dann der Effekt? So, jetzt ja, Sie noch. Ja. Mich würde noch was interessieren. Sie hatten vorhin so ein Manko aufgemacht für Ihre Forschung hier in Deutschland, dass das noch alles recht wenig erforscht sei. Das ist ja ein spannendes psychologisches Feld, was sich da auftut. Wie sieht denn da die Forschung in Amerika aus? Das wäre eine Frage. Also was weiß man dort schon, was Sie noch nicht für Deutschland wissen? Vielleicht noch eine andere Frage, etwas ironisch konnotiert, vielleicht so gefragt, sehen Sie eine Gefahr, dass der Humor zur letzten unerobertem Bastion der Politik und quasi Humor-Lobbyismus für die Politik sein kann? Vieles deutet darauf hin, dass Sie versuchen zu erforschen, wie ist Humor nutzbar für die Politik? Wie steigen Politiker ein? Und die Frage, die sich da für mich auftut, ist, was ist der Sinn des Forschungsfeldes und kann der Humor in Gefahr geraten? So. So, Benedikt, genau, jetzt. Um direkt darauf einzusteigen, dass das ist tatsächlich, ich hatte auch mal in Frankfurt eine Podiumsdiskussion, wo dann auch Titanic-Vertreter dann auch angefangen haben, was wir denn überhaupt erforschen würden und so Sachen. Ist aber tatsächlich so, dass wir jetzt nicht untersuchen wollen, wie kann sich ein Politiker besonders gut präsentieren, wenn er eben Komik einsetzt, sondern uns geht es eigentlich darum, was ist das denn? Also wir sehen einfach nur, dass es da diese Entwicklung gibt, dass eben Politiker in solche Sendungen reingehen und wir wollen eben verstehen, was passiert denn da? Also weniger jetzt, dass wir sagen, wir treten dann an Politiker ran und sagen, oh, wir machen jetzt, wir sind eure neuen Spin-Doctors und erklären euch, wie ihr euch schlagfertig präsentiert, sondern einfach um zu verstehen, was einerseits war, warum machen die das? Und dann eben auch zu schauen, kann das ein Vorteil sein? Also es geht ja auch, wenn wir sagen, Image-Building ist ja, man darf es ja auch nicht immer nur negativ sehen. Es ist ja auch wichtig, dass Politiker, gerade wenn es jetzt um Politikverdrossenheit geht, dass die auch ein gutes Image haben, weil ansonsten, wenn wirklich jeder sagt, ja, Politiker sind alles nur verdorbene Machtmenschen, dann ist wenig gewonnen, weil dann nimmt die Politikverdrossenheit eher zu. Von daher ist wirklich eher da die Frage, was passiert denn da eigentlich und wie lässt sich das einschätzen? Und ich muss jetzt noch die Frage, ob ich es im Kopf habe, ich habe leider nicht mitgeschrieben. Bitte? Ach genau, die Forschung in Amerika, ja. Das ist tatsächlich mehr erforscht, vor allem anhand der Daily Show, wobei hier auch zeigt sich auch ein uneinheitliches Bild. Das heißt, manche Studien fokussieren sich jetzt zum Beispiel auf solche Sachen wie Jay Leno oder so
also so einfache Komikformate, und die sagen auch, ja, da wird eher auch auf einfache Weise mit Politik umgegangen, also auch so diese Vorteile, die auch hier ein bisschen präsent waren, dass eben da auch ein zynischer Blick auch durchaus entsteht, wenn eben nur noch darüber gelacht wird, was hat eben die Frau von Politiker XY für eine Frisur und mit welcher Praktikantin war er in der Besenkammer, solche Sachen. Das ist dann nicht förderlich für die politische Diskussion. Und dann gibt es aber wiederum Untersuchungen, die jetzt eben zum Beispiel sich die Daily Show anschauen, die sagen, ja, hier wird tatsächlich auch politisches Interesse geweckt, weil eben nicht über solche Oberflächlichkeiten, wie ich eben gerade gesagt habe, berichtet wird, sondern eben auch tatsächlich kritisch, eben gerade sich auch, wird ja eben auch genannt, kritisch auch mit eben auch Aussagen von Politikern und auch Argumentationen auseinandergesetzt. Also dass dann eben zum Beispiel, wenn es eben heißt, weil Obama eine Krankenversicherung einführt, er ist Sozialist, dann sind eben die Leute von der Daily Show zu Sozialisten gegangen, haben die gefragt, ja, ist Obama ein Sozialist? Und die haben gesagt, nee, ist er nicht. Also wie kommen die Leute darauf? Und das ist auch, was man jetzt aber auch wieder der Heute-Show, muss man auch ein bisschen verteidigen, dass die Daily Show in Amerika natürlich auch von der Politik und der Kommunikation über Politik in der Öffentlichkeit auch mehr Zündpulver bekommt. Weil dort auch, also gerade wenn es darum geht, dass eben, wenn man sich jetzt Fox News als Beispiel anschaut, wo ja wirklich dann auch sehr einseitig in eine Richtung diskutiert wird, oder wenn eben solche absurden Behauptungen kommen wie Obama ist ein Sozialist, dann ist das natürlich ist das auch gut satirisch dagegen zu halten. Also da hat man ja wirklich auch, da kann man direkt dagegen Position beziehen und eben auch gut recherchiert dagegen halten, nee, es ist nicht so auf überspitzte Art und Weise. Ohne dass ich jetzt sage, dass die Heute-Show da in allem perfekt ist. Aber man muss natürlich auch immer ein bisschen den kulturellen Hintergrund berücksichtigen, wenn man sich das eben anschaut, wie viel Zündstoff einfach auch schon Amerika durch diese aufgeladene politische Debatte auf den Fernsehkanälen auch schon präsent ist. Und dann, welche Frage war noch? Die Frage mit den weißen Männern, war das darauf bezogen, dass vor allem jetzt in der Satire vor allem die Akteure vertreten sind? Also männliche Akteure? Die Satiriker? Ja, es ist tatsächlich so. Also das kann man auch so unterschreiben, Entschuldigung. Nein. Es ist tatsächlich so, dass wir in unserem Sample, also wir haben ja das Jahr 2013 und auch noch früher 2014 als Ausgangslage genommen für unsere Erhebung. Und es ist tatsächlich so, dass wir keinen weiblichen Host haben, der so eine Sendung macht. Das fanden wir auch schon seltsam. Bitte? Wir waren in Deutschland. Also wir haben uns auf Deutschland fokussiert, einfach weil Amerika das nicht zugänglich ist alles. Deswegen, wie ich in Deutschland ist tatsächlich so, dass Frauen da absolut unterrepräsentiert sind. Warum das so ist, das wäre nochmal eine eigene Forschung wert. Also sehr interessant. Meine Damen und Herren, ich hatte Ihnen eigentlich versprochen, dass wir pünktlich aufhören. Wie wichtig ist denn die Intervention noch? Ist es eher ein Zwischenruf oder ein kleiner Stopp? Dann nehmen wir noch einmal kurz das Mikrofon zur Hand. Das ist immer die Balance aus Zeitmanagement und Demokratie. Ich versuche sie irgendwie. Bitte. Ich bin Herbert Wehner. Diesen Mann durfte ich kennenlernen als Kind, denn mein Vater war eine Person im Bundespressamt. Zumindest kann ich auch den Herrn Helmut Schmidt. Die beiden haben sich das sehr gemocht, wie man weiß, also gar nicht. Herbert Wehner ging bei seinen Reden, wenn er immer auf Hofenwald im Bundestag, hat er immer auf einen Abgeordnetenanzug Bezug genommen, den nannte sich Herr Totenhöfer. Sein Sohn ist heute Journalist, hat sich jetzt vor kurzem in Syrien aufgehalten. Nur er nannte ihn mal Hodentöter. Guten Tag, Herr Hodentöter. So. Und eines Tages wurde der Herr Totenhöfer vom Bundestagspräsidenten aufgerufen, spricht der Abgeordnete der CDU, der Herr Hodentöter. Und es lachten alle außer einer Partei. So, vielen Dank. Alte Herbert-Wehner-Videos auf YouTube anschauen wäre noch eine Empfehlung von uns hier vorne für den heutigen Abend. Ich will gerne Folgendes zu abschließend nochmal sagen. Diese Diskussion, die wir jetzt angerissen haben, gehen weiter. Solche Fragen kann man sowieso nicht abschließend behandeln. Wir haben bei vielen dieser Abende übrigens eine Erfahrung, dass
immer auch sehr unterschiedliche Generationen Erfahrungen hier sich artikulieren. Wir hatten das neulich aus anderem Anlass zum Thema Digitalisierung und Einschätzung. Ich empfinde das als sehr spannend, ja, dass man auch mal zusammenschmeißt, wer eigentlich so mit was groß geworden ist und welche Erfahrungen gemacht hat. Ich denke, wir hier vorne sind uns einig, dass es über die Zeit keinen schlechteren oder besseren Humor gibt, sondern halt möglicherweise irgendwie anderen. Ja? Aber wie der anders ist, ist ja schon wieder die spannende Frage. Ich gehe davon aus, dass Sie von dieser Veranstaltung bei allen Fragen, die Sie jetzt mit nach Hause nehmen, so begeistert waren, dass Sie das nächste Mal wiederkommen. Nämlich am 11. Mai um 19.30 Uhr, das ist, wenn ich es richtig sehe, schon in 2 Wochen, dann sind wir nämlich beim Buchstaben I zu dem Thema Ikonen. Nämlich wie, das ist gar nicht so weit weg von unserer heutigen Frage, wie kommen eigentlich in der Mediengesellschaft Ikonen zustande? Wie findet Ikonografisierung, bin etwas stolz zu dieser Stunde mit dem Babygeschrei im Hintergrund, diesen Begriff noch fehlerfrei aussprechen zu können. Und Referentin wird sein die fantastische Fotografin Herlinde Kölbel, die Ihnen allen bekannt ist, nicht zuletzt wegen ihrer Fotoserie Bilder der Macht, Gesichter der Macht, die einen ganz anderen Zugriff hat auf Politiker und Prominente. Haben Sie vielen Dank für Ihre Anwesenheit, für Ihre Redebeiträge. Einen schönen Abend wünschen wir.